Das hier ist Fedor Holz, Pokerweltmeister und Multimillionär. Er setzt schon in jungen Jahren alles auf eine Karte und wird einer der besten Pokerspieler der Welt. 40.000 da, 60.000 da, 30.000 da, 100.000 da. In Montenegro begleite ich Fedor bei einem der renommiertesten und teuersten Poker-Events der Welt. Hohe Einsätze bedeuten hier hohes Risiko. Bisher ist eher ein frustrierender Tipp. Wie viel hast du denn bisher ausgegeben? 180.000. Wie viel räumt der Weltmeister diesmal ab, wenn ich ihm über die Schulter schaue? Ich bin Fedor Holz, 30 Jahre alt und habe ca. 40 Millionen mit Poker gewonnen. Und ich bin Reporter Johannes. Bevor es um Millionengewinne in Montenegro geht, treffe ich Fedor in seiner Wahlheimat Wien. Natürlich in einem Casino. Hier beginne ich mein Gespräch mal etwas anders als sonst. Let's do it. Schickes Restaurant oder Fastfood? Ich mag gutes Essen gerne, aber es muss nicht schick sein. Lieber Bar oder mit Kreditkarte bezahlen? Bar. Situativ habe ich jetzt gerade daran gedacht, dass ich meine Kreditkarte immer zu Hause vergesse. Ich werde schon panisch, wenn ich mehr als 50 Euro im Portemonnaie habe. Ich habe immer mindestens 100, 200 Euro dabei. Luxushotel oder Camping? Luxushotel. Früher Camping. Genug Camping. Bist du lieber zu Hause oder unterwegs? Zu Hause. Ich liebe mein Zuhause. Hi. Ja? Wie wohnt jemand, der mit Poker rund 40 Millionen gewonnen hat? Trophäenecke. Ja. Meine wichtigste wahrscheinlich diese hier. Das ist ein Bracelet. Sieht auch edel aus. Ja. Bist du stolz drauf, die ganzen Sachen? Ja, schon. Das ist so krass, weil ich kenne das so von Leuten, so Familien sonst, wo sich die Eltern von den Kindern in Kreisliga-Fußballpokale hinstellen. Ja. Aber apropos Eltern, was sagt denn deine Mutter zu deinen Erfolgen? Ja, ich glaube, die ist stolz. Meine Mutter hat mich sehr jung bekommen, war 17, als sie mich bekommen hat. Ich würde sagen, ich war ein sehr aufgewecktes Kind, sehr neugierig. Und ich habe sehr gern Schach gespielt. Das war auf jeden Fall eine große Begeisterung. Für 2-3 Jahre war ich auch recht gut drin. War auch ganz spannend, weil da so ein Shift war. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da voll reingefallen, habe die ganze Zeit mich damit beschäftigt. Ich war so 8, 9 Jahre alt. Bin dann in den Verein gegangen, bin dort mehrmals die Woche hingegangen und da sehr viel Faszination dran gefunden. Und ich habe dann Saarlandmeisterschaften teilgenommen, dann deutsche Meisterschaften und es ging dann schon sehr so in die Richtung, okay, jetzt muss man quasi da draus was machen. Und irgendwann war dann so, ich habe da keinen Spaß mehr dran. Und wie sah das wirtschaftlich aus? Also wir hatten nie viel Geld, aber meine Mutter ist so ein Überlebenskünstler. Die hat immer irgendwie Wege gefunden, dass es gepasst hat. Bei mir ist es wirklich dann erst als Teenager und als ich dann alleine gelebt habe, da ist mir dann erst aufgefallen, so okay, es ist sehr, sehr schwierig mit wenig Geld die Sachen zu machen, die man gerne machen will. Wie viel Geld hattest du denn monatlich zur Verfügung? Ich würde schätzen, vielleicht zwischen 400 und ein bisschen über 500 Euro im Monat. Und dann habe ich mir ein Zimmer gemietet in einer Studentenverbindung. Das hat 125 Euro, glaube ich, gekostet. Und der Rest war eigentlich Essen und ja, Leben. Ich habe sehr viel Spaghetti-Tomatensauce gegessen. Ich glaube, das zweite Hauptgericht war so diese Sandwiches, kennst du die? Mhm. Mit Schinken und Käse. So ein Sandwich-Maker, davon habe ich, glaube ich, ein paar tausend Stück gegessen. Für Fedor und Freundin Annelina ist kulinarisch mittlerweile mehr drin als Sandwiches. Dennoch erlebe ich den jungen Multimillionär ziemlich bodenständig. Ich habe das Gefühl, viele Leute hätten gern viel Geld, aber so richtig reden über Geld tun wir trotzdem nicht in der Gesellschaft, ne? Was bedeutet dir Geld? Es hat einen sehr großen pragmatischen Wert, weil natürlich ich investiere Geld, ich bezahle Sachen mit Geld, aber es hat jetzt keinen so wahnsinnig großen emotionalen Stellenwert. Also ich verbiege mich jetzt nicht so wahnsinnig viel für Geld. Nervt dich das, dass das immer wieder Thema ist? Dass auch ich hier ankomme und dich zum Geld frage? Nö, nervt mich gar nicht, weil ich schon glaube, das ist ja irgendwie auch ein spannendes Thema. Es beschäftigt ja auch viele Leute. Was war das Luxuriöseste, was du dir geleistet hast? Ja, sicher mit großem Abstand meine Wohnung. Also das für mich so von der Lebensqualität her sicher das, was am meisten Unterschied gemacht hat. Und
Ansonsten, ich mag Uhren sehr gerne. Also das wäre jetzt am ehesten noch eine Sache, die ich gerne trage und wäre wahrscheinlich so jetzt der teuerste Gegenstand, den ich mir gekauft habe. Wie teuer ist die? So knapp 40.000. Wie kam dann Poker in dein Leben? Ich war vielleicht 15 oder 16, als wir damit angefangen haben. Es war wirklich so, hey, lass doch mal Poker spielen. Und so ging es los. Was ist dann passiert? Hat es direkt dich gecatcht? War das ein Prozess? Das glauben immer alle, das ist direkt von Anfang an so und dann warst du der Beste und dann hast du dein Talent, das war das Gegenteil. Der Übergang war dann mit meinen zwei Freunden, die angefangen haben, damit Geld zu verdienen. Dort, einer von denen war mein bester Freund, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann haben wir wirklich nächtelang teilweise, haben uns 3 Tage getroffen von Freitag bis Sonntag und haben dann jeden Tag 12 Stunden gespielt und ich glaube, das war so der Switch. Und wie viel Geld hast du da gewonnen, verloren? Also es war immer sehr auf und ab. Wenn ich mal 2.000, 3.000 gewonnen habe, dann auch immer wieder zurück auf 0 oder 100 und dann wieder nochmal 100 eingezahlt und dann wieder hoch und dann wieder runter. Also es war sehr, sehr viel Achterbahn. Nicht die große Erfolgsgeschichte direkt? Gar nicht. Also ich habe 2, 3 Jahre lang keinen Cent damit verdient. Was hast du gemacht, um so gut zu werden im Poker? Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert. Ich glaube, das ist so der Teil, der oft unter den Tisch fällt. Ich habe einfach 15.000, 20.000 Stunden mit dem Spiel verbracht. Was war dann der erste große Sieg? So Ende 2012 habe ich dann angefangen, Erfolge zu sehen. Ich habe das erste Live-Turnier gewonnen und meine ersten 100.000 Euro gewonnen. Also das war dann so in sehr kurzem Zeitraum sehr schnelle Veränderung. Und alles immer wieder 40.000 da, 60.000 da, 30.000 da, 100.000 da. Ich finde das schon so schwindelerregend, wenn du die Zahlen einfach so droppst. Hier 100.000, da 200, da 30, 40. Hat sich das für dich auch so angefühlt? Es hat sich gar nicht so angefühlt. Also ich würde sagen, so der Riesenswitch war, 30.000 Euro zu haben. Das war für mich eine Riesenerleichterung. Also so dieser eine Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann meine Miete jetzt 2 Jahre bezahlen, ich kann essen, was ich möchte. Ich kann reisen und mich bewegen. Und von da an war es eigentlich mehr so, okay, jetzt mache ich das, was mir Spaß macht. So, genug gequatscht. Jetzt möchte ich Fedor endlich in seinem Element erleben. Dafür geht's zu einem der renommiertesten Poker-Events der Welt. Nach Montenegro. In diesem Luxushotel findet eines der Pokerturniere mit den größten Gewinnen statt. Bei dem hat auch Fedor in der Vergangenheit schon viel Geld gewonnen. Er ist jetzt hier schon ein paar Tage am Tisch und ich gehe ihn jetzt zum Frühstück abholen. Das Poker-Event dauert 2 Wochen. Jeden Tag fängt ein neues Turnier mit unterschiedlichen Gewinnen an. Heute startet das 3. Turnier und der Hauptgewinn dafür ist 1 Million Dollar. Das ist richtig sauber hier. Das ist richtig, richtig sauber. Ich suche Fedors Hotelzimmer. Ob er in den ersten 2 Tagen schon was abgeräumt hat? Guten Morgen. Hallo. Na, wie alles geht's? Gut? Ja. Frühstück? Frühstück. Hallo. Meine kommt auch mit. Oh, hi. Gott. Direkt schon. Wir sind ein Riesenteam hier. Ist ein Weltmeister am Pokertisch automatisch erfolgreich? Oder gehört auch Verlieren für ihn zum Spiel dazu? Ich habe 2 Turniere gespielt, gestern und vorgestern. Und ich habe mich jetzt 7-mal eingekauft, was quasi so worst case ist. Wie viel hast du denn bisher ausgegeben? 7-mal 25.000, also 180.000 circa. Und wie viel rausgeholt? 0. Am Anfang, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, über was reden wir hier? Er hat immer nur so gesagt, ja, 5. Ich so, 5 Euro. Ja, 500 Euro. Nee, 5.000. 5K, so, okay. Willst du Fedors Pokerface sehen? Oh ja, mach mal. Dankeschön. Er macht das immer so. Ja, ich liebe das. Und dann sitzt du da und dann siehst du dieses Gesicht. Super unsympathisch, oder? Ja, und du kriegst voll Panik. Weil ich sehr aufmerksam schaue und gleichzeitig aber auch ausdruckslos bin. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Aber der Trick ist dann einfach alles hängen lassen. Alle Muskeln noch. Probier mal. Und dann quasi, dann würdest du... Ich hab gut lachen. Bei mir geht es aber auch nicht um mehrere Millionen. Summen, die für Fedor irgendwann Alltag wurden.
Ich habe die Online-Weltmeisterschaft gewonnen, das war 2014, das war so ein sehr großes Ereignis für mich. Und dann habe ich 2015 angefangen, so die höchsten Turniere live zu spielen und hatte da erstmal keine Erfolge. Und dann 2016 habe ich ein halbes Jahr lang jedes Turnier gewonnen, was ich gespielt habe und habe dort zwischen 20 und 25 Millionen gecashed. 20 bis 25 Millionen in einem halben Jahr? Ja. Gutes halbes Jahr. Es war ein gutes halbes Jahr, ja. Und dann stehst du auf dem Gipfel. Was passiert danach? Also ich bin zurückgekommen aus Vegas und ich war fertig mit dem Spiel. Also ich war sehr ausgebrannt, ich habe viel zu viel gespielt. Ich habe 7 Wochen lang keinen Tag Pause gemacht und jeden Tag 11, 12, 13 Stunden gespielt. Und ich habe gemerkt, in der 7. Woche, ich war komplett fertig. Das habe ich richtig gemerkt, als ich nach Hause gekommen bin. Ich war, okay, ich will jetzt erstmal kein Poker spielen. Ich habe 2, 3 Wochen lang die Rollläden runtergemacht und nichts gemacht. Und dann? Und dann habe ich 1, 2, 3 Monate Pause gemacht. Und dann habe ich angefangen, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und plötzlich war Poker gar kein so großes Thema mehr. Und ich bin von Vollzeit auf fast gar nicht mehr in sehr kurzer Zeit. Welche Rolle spielt Poker mittlerweile in deinem Leben? Ja, meine Beziehung zu Poker hat sich sehr interessant gewandelt. Ich habe bis 2019 quasi fast gar nicht gespielt und bin dann 2020 während Corona wieder sehr stark reingegangen und irgendwie aus einer anderen Rolle heraus. Weniger jetzt als, okay, so ich will jetzt der Beste werden, sondern mehr dieses, wie kann ich auch anderen Leuten was mitgeben und andere Leute aufbauen, was mir wahnsinnig viel gibt. Habe aber jetzt die letzten 2, 3 Jahre schon gemerkt, es gibt so eine bestimmte Turnierserie, die Triton Series, wo es quasi um die höchsten Einsätze geht. Da bin ich eigentlich bei jedem Turnier dabei. Und genau hier darf ich Fedor begleiten. Rund $180.000 sind schon futsch. Für das heutige Turnier kauft er sich wieder mit 30.000 ein. Fedors Kumpel Mario sitzt auch mit am Pokertisch. Und du bist auch von Fedor gecoacht worden mal? Quasi, ich kenne Fedor schon seit er so klein war. Ja, 2013, also 11, 12 Jahre mittlerweile. Ja. Und ja, die letzten Jahre, wo ich auch den Transition zum Pokerprofi gemacht habe, war mit Fedor gemeinsam. Also Fedor ist der Hauptgrund, warum ich heute Highstakes spiele. Ich habe von ihm alles, was ich quasi heute kann, mitgenommen. Bist du gerade ein bisschen rot? Wo er dich so rot? Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich sehe schon. Ich sehe das hier schon. Ja. Jetzt geht's zur Anmeldung erstmal? Ja, genau. Was ist da jetzt drauf? Da steht drauf. Name bei. Also hier steht 30.000. Ah, ja, okay. Das ist geil. Das ist zwar ein Zettel, sondern aber so eine riesen Summe. Ah, Tisch und Sitz gezogen. Du hast Tisch 5, Sitz 2. Das ist hier. Das heißt, du gehst hier an die. Ja. Auf einmal merke ich, wie sich etwas an Fedor verändert. Jetzt habe ich Fedor das erste Mal angespannt erlebt. Der wollte wirklich ziemlich schnell an den Tisch und auch gar nicht mehr groß reden. Und er hat sich mittlerweile eine Kapuze übergezogen. Ich würde mal vermuten, damit man an ihm nicht ablesen kann, was gerade in ihm vorgeht. Für Fedor geht es heute um 1 Million Euro. Mein Puls geht hoch, dabei sitze ich nicht mal am Tisch. Die Pause nutze ich, um herauszufinden, wie Fedor mit der Situation umgeht. Wenn du jetzt hier sitzt, ne? Was geht dir durch den Kopf? Kannst du uns da so ein Stück mit reinnehmen, was bei dir da passiert? Wenn ich die Hand spiele, ist es wie so ein Schwamm eigentlich. Es kommen halt wahnsinnig viele Informationen rein. All diese Informationsbausteine führen zu der Strategie. Und dieses Puzzlespiel, das ist quasi, da ist dann mein Gehirn einfach schon on. Du hattest die Kapuze auf eben. Ist es, damit man irgendwas dir nicht ansieht? Das ist irgendwie ein angenehmes Gefühl. Auch dann höre ich auch nicht so, ist nicht so abgelenkt. Ich kann mich dann irgendwie darauf fokussieren, was vor mir okay. passiert. Ja. Und warum hast du nach der Zeit, wo du einfach weniger gespielt hast oder auch zeitweise gar nicht, warum spielst du jetzt das Turnier genau? Das ist das Kompetitivste, es sind die höchsten Einsätze. Man kann am meisten gewinnen. Und auch am meisten verlieren. Und auch am meisten verlieren, ja. Fedor ist hochkonzentriert. Ein Zustand, den die Profis hier bis zu 12 Stunden Spielzeit halten müssen, wenn sie gewinnen wollen. Was macht eigentlich Fedors Freundin Annelina, während er spielt? Ich habe gearbeitet, dann waren wir spazieren
mit meinen Freundinnen und dann nochmal gearbeitet. Ach ja, Sport, gegessen und komme noch gerade von der Massage. Und sag mal, beim Frühstück hat Fedor ja sein Pokerface gemacht. Ja. Wie oft macht er das in der Beziehung? Sein Pokerface benutzt er gar nicht. Das hat er sich auch am Anfang gesagt. Sowas hält er aus seiner Beziehung fern. Also Business ist einfach Business und Beziehung ist Beziehung. Weißt du eigentlich, wie es bei Fedor aussieht? Das ist wie so ein Live-Ticker. Ah, und das ist Ranking? Genau. Fedor ist an 18. Ist das 571.000 Chips. Ich find's gut, aber er würde sagen, ist okay. Ja, ich meine, wir können ja mal zu ihm gehen und... Über die Schulter gucken. Ja. Mehr und mehr bin ich im Pokergame angekommen. Trotzdem weiß ich, dass das Spiel auch Risiken birgt. Wie Suchtgefahr und eine mögliche Schuldenfalle. Nur wenigen gelingt es, ein Pokerprofi zu werden. Fedor hat es geschafft. Ja, bei dir. Ich habe schon gesehen. Hi, Schatz. Und gesehen, du bist wieder von unten nach oben gerutscht. Ja. Das ist gut, oder? Ja. Okay. Jetzt wird es hier, glaube ich, auch ein bisschen ernster, ne? Genau. Jetzt sind noch 70 Leute drin. Eine Million? Genau, der Erste kriegt eine Million, ja. Ich bewundere aber immer noch, dass du so entspannt wirkst. Und ja, stell dir mal vor, wie anstrengend es wäre, wenn ich die ganze Zeit so eingespannt wäre. Ich würde komplett. Du wahrscheinlich auch. Ja. Hast du das Gefühl, das wird eine längere Nacht jetzt für dich? Naja, bis 1.30 Uhr. Okay. Um eine große Summe zu gewinnen, muss man auch verlieren können. Ich bewundere Fedors positives Mindset. Wird er es auch diesmal schaffen? Es ist schon ziemlich spät und das geht hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Deshalb drücke ich Fedor jetzt die Daumen vom Bett aus. Was machst du jetzt? Ich habe angefangen, verschiedene Firmen zu gründen. Dann haben wir mit Crypto habe ich einiges zu tun gehabt. Wir haben eine Crypto-Mining-Farm aufgebaut, war auch ein sehr wildes Projekt. Die habe ich dann später verkauft. Ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt 25 bis 30 Investments getätigt in verschiedene Firmen und manche habe ich mit aufgebaut und bei manchen bin ich nur Investor. Siehst du dich eher als Pokerspieler oder als Unternehmer? Ich kann die Frage nicht so richtig beantworten. Ich habe das Gefühl, es ist beides ein Teil von mir. Es ist oft leichter, einfach zu sagen, ich spiele Poker. Ich würde sagen, es ist ein Hybrid. Ich mache beides. Ich spiele manchmal Poker und ich bin, glaube ich, aber eher... Ich fühle mich auch nicht als Unternehmer, ich kann es dir nicht beantworten. Am nächsten Tag erfahre ich, wie es für Fedor lief. Platz 14, knapp 70.000 Dollar Gewinn. Bis zu meiner Abreise hat er aber insgesamt 135.000 Dollar verloren. Für mich unvorstellbar. Doch ich verstehe, dass Fedor überhaupt erst erfolgreich werden konnte, weil er sich schwer aus der Ruhe bringen lässt. Und weil er viel dafür gearbeitet und sich nicht nur auf das Glück verlassen hat.